Wenn keine vollständigen Stäbe verfügbar sind, kann ein Stab aus dem Schönzimmer nutzen. Das haben wir auch schon gelesen. Anleitung zur Aufzugmaschine. Stell die Hebel so ein, dass die Gelenke der Drückgeneratoren Maschinen sollten folgendes anzeigen. Hoch 8, runter 8, das haben wir. Achte darauf, dass die Dampfstrom folgendermaßen eingestellt ist. Funktion Trinity Dampfanlage. 4 Phasen Amplitude, kompletter Dampfstromkreislauf. Betrachte, dass die Maschine erst dann richtig eingestellt ist, wenn alle Stäbe eingeschoben sind. Wir haben alle Stäbe eingeschoben. Aber richtig eingeschoben sind. Die Frage ist aber, wie richtig? Wir haben hier nur so komische Symbole, aber irgendwie... Keinen Hinweis oder so hier? Vielleicht oben? Hier war ja nur... Genau, hier waren nur die Hebel, ne? Gibt es hier vielleicht einen Hinweis irgendwie? Ne? Was war hier? Achso, den Stuhl kann ich mitnehmen. Ja, den Stuhl. Ja, den Stuhl. Hier ist noch... Ach, guck mal hier. Zünderbüchsen. Na, nimm mit. Alter, nimm noch mit. So komme ich da nicht dran. Ah, jetzt. Wie kann ich denn... Oder beziehungsweise, wo finde ich denn heraus, wie die Stäbe richtig reingeschoben werden? Und ich weiß, was ihr jetzt gerade denkt. Lass sein. Ich trinke lieber nochmal einen Schluck. So. Tja. Ich fange mal mit dem vorne an. Die in der Mitte und den außen. Ich habe jetzt mal gerade auf den Controller geschaut, ob die Farben damit übereinstimmen, aber nein. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es einfach mal ausprobiert, jetzt keine Ahnung. Ne? Das war jetzt einfach willkürlich. Ich hab's ausprobiert. Aua, Alter. Hör auf damit. Aua! Geh weg! Lass mich! Nein, wo ist die Scheiße? Aua, 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 aua! Hör auf! Ich habe jetzt gedacht, die Tasten auf dem Controller, die Farben. Aber das stimmt überhaupt nicht ein, weil 3 ist ja grün. Und grün war ganz links beim Viereck oder beim Kreis. Irgendjemand ist geplatzt, ich weiß nicht wer. Wahrscheinlich das Niveau. So. Ab in den Keller. Juhu. Ab in den Keller. Juhu. Ab in den Keller. Juhu. Was erwartet uns da unten?
ragten über den Baumwimpel hinaus und ihre Umrisse zeichneten sich im schneeweißen Mondlicht ab. Aus irgendeinem Grund Das war die Fahrt des Todes. Ich hab's aber überlebt. Ja. Aus irgendeinem Grund gibt's den Fahrschulschacht nicht mehr. Warum auch immer. So, wir sind jetzt hier im Keller von Brandenburg. Oder Brandenburg, würde ich jetzt gerade mal schätzen. Und wir sind wahrscheinlich nicht alleine. Come this way. What was that? Forgive me, I should have warned you. One of my responsibilities as a baron is that of a prison warden. This is where criminals are locked up. Like a dungeon? Very much so. Come, don't linger. Was? Okay. Unsere Aufgabe besteht ja darin, uns selbst zu töten, ne? In dem Spiel. So, erstmal den fetten Stahlklumpen hier wegräumen. Wenn ich den mal wegkriegen würde hier. So. Kann ich den hier wegziehen? Ah, ja, es geht. So, komm her. So, und ich nehme ihn auch mit. Falls wir mal flüchten sollen oder so. So, kann er auch weg. Ach ja, stimmt, das kam ja auch noch. Oh Gott. Jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Fürchterlich. Das, was jetzt kommt, ist so gemein. Das wird noch schlimmer jetzt. Genau das meine ich. Ich will da nicht lang gehen. Wer ist denn da? Weil jetzt kriegen wir nämlich richtig Spaß hier. Zellenbereich 1. Weil das ist so ein bisschen wie ein Labyrinth jetzt gemacht. Das weiß ich nämlich noch. Und hier laufen nämlich auch welche von diesen Kellerkläusen rum. Und wir müssen hier, glaube ich, auch irgendwie was finden, um weiterzukommen. Ich weiß aber nicht mehr genau, was das war. Ein Hammer! Warum nicht? Freunde, ich laufe hier einfach mal lang. Something is wrong. Da ist einer. Ciao. Ist hier eine Kerze? Ich habe Licht an. Was? Ich habe nicht direkt Viereck gedrückt. Nein, habe ich nicht. Wo ist der hin? Mein Freund, mach die... Hallo? Okay, da ist Sue. Hätte sein können, dass wir da mal langkommen, aber na gut. Warte mal, von hier sind wir gekommen, ne? Sind wir direkt rechts gelaufen. Ich geh mal links lang. Oder kamen wir von hier? Ne, von hier kamen wir. Und dann sind wir da lang gelaufen. Gucken wir mal hier die Treppe hoch. Hier. Der hat uns gesehen. Scheiße. Geh weg, Alter. Lass mich. Mut antrinken.
sag doch, wenn ich mit dem Spiel fertig bin, dann sieht meine Unterhose genauso aus wie der Fleck hier auf dem Boden. Wo ist der hin? Ist er noch hier? Schlimm ist, man weiß nie, wo der ist. Einer von den mehreren Kläusen. Oh, ein Schloss. Kann ich vielleicht hier mit der Spitze? Nein, das geht nicht. Da lief einer. Ich hab jetzt mal ganz schnell mal weg. Hallo? Ganz schnell mal weggeguckt. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht hier. Alter, ich sehe nichts im Dunkeln. Das Öl. Ohne Scheiß, der steht da. Der steht da. Ich schwöre, der steht da. Ich schwöre, der steht da an der Tür. Ich schwöre, der steht an der Tür. Alter, der steht da an der Tür. Wer auch immer das ist, geh weg. Ich will dich nicht kennenlernen. Klaus. Klausi. Bist du's? Mein netter Nachbar? Ist der weg? Ich hoffe, der ist weg. Klausi. Nein, ich glaube, er ist weg. Oh, Alter. Okay, mach die Tür offen, damit ich mal einen Fluchtweg habe und damit ich weiß, dass ich da war. Vorsichtshalber. So, was haben wir hier? But Mother, I don't want to leave without you. Hurry, child. You must go. Find Gabriel, the Outrider, and tell him to alert the King's men. No, you come too. Please, we don't have time to make the hole any wider. Someone is coming. Hurry! I'll cover the hole with the bed. Everything will be fine. I promise. Das Loch im Bett? Aha! Guck mal an! Loch ist zu schmal, um hindurchzuschlüpfen. Dann nimm doch einen Hammer! Hast doch einen bei! Nur mit diesem Werkzeug lässt sich der Spalt nicht vergrößern. Ich verstehe, der Spalt. Er hat Spalt gesagt, einfach so. So. Ich bin mutig, dass ich hier so lange renne. Da liegt noch ein bisschen Öl, komm an. Nehmen wir mit, die Lampe mal bauen. Und die Lampe machen wir auch mal an, vorsichtshalber. Es ist abgeschlossen. Das Schloss ist jedoch korrigiert und weist Schwachstellen auf. Kann ich hier den Hammer benutzen? Es ist noch etwas anders nötig. Ah ja, okay. Also müssen wir doch noch ein bisschen was finden. Die Frage ist nur was. Ein Meißel wahrscheinlich. Where is she? Where did she go? You're just making things worse. Look, this is no place for a young girl all by herself. She could be hurt or worse. There's no telling what horrors await down there. Wir haben den Meißel. Wir haben Meißel. Ah ja. Öl. Cool.
und aufgefüllt unser Fässchen oder beziehungsweise. Unsere Öllampe. Das heißt, wir können jetzt eigentlich. Die ganzen Lampen sind aus. Oh, wie gemein. War das hier? Nee, wo war denn das? Hier war das, ne? Tja. Warte. Er öffnete das Leintuch, in das die Kugelstützen eingewickelt war. Alexander richtete danach, nahm sie an sich und hielt sie gegen das Licht. Bedeckte sie, sagte er. Und den Rest konnte ich nicht lesen, sagte er. Und wo kommen wir jetzt hin? Oh Gott. Ich geh mal links, sagt das Bauchgefühl. Das Bauchgefühl ist scheiße. Scheiß Bauchgefühl, Arschloch. So. Oh Gott, wo kommen wir jetzt hin? Das ging leichter, als ich dachte, mit dem Zellentrakt. Weil das habe ich schwerer in Erinnerung. Gut, wenn man es kennt, natürlich dann... Natürlich klar. Jetzt muss ich echt die Steine hier rausruppen. Oder ging das jetzt... Ach nee, ich glaube, das ging noch weiter, oder? Freunde, ich bin hier. Und wo seid ihr? Mädels, zieht die Schlüpper aus. Wo ist das Treppenhaus? Was hält mich? Ja, schlaf gut, Sven. Danke fürs Dasein. Gutes Nächtle und so weiter. Okay, ich nehme alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Es wird noch fürchterlich. Aber erst... Second of August. Zeit zu lesen. So. Brennenburg. 2. August 1839. Ich bin in einem Dörfchen Altstadt angekommen. Es ist ein sicheres Fleckchen inmitten eines weiteren Waldes und es ist der letzte Halt vor meinem Ziel Schloss Brennenburg. Es ist spät am Abend und der Vorreiter, der seit Bremen die Kutsche begleitet, riet mir mit der Weiterreise bis morgen zu warten. Ich bin für heute in der Mühle untergekommen, dem einzigen Gasthaus der Stadt, und ich warte jetzt auf den Anbruch des Tages. Ich versuche zu schlafen, aber sobald ich meine Augen schließe, sehe ich die Männer, die in London unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen sind. Meine Angst und Scham lassen mich in immer und immer wieder die gleichen Bilder sehen. Sie sind nur meinetwegen tot. So. Okay. Weiter geht's. Was haben wir hier? Können wir hier? Nee, können wir nicht. Is he safe? Well, it's for his own good. Der hat die Tür kaputt gemacht. Soon we'll be ready. Let there be enough time. Ich bin nicht angespannt. Überhaupt nicht. Prost. He escaped. Where is he now? Der ist noch da, ne, oder? Ja, der ist noch da. Der soll abhauen. Geh weg, lass mich. Geh weg. Geh weg, ich bin noch so jung. Geh weg. Geh weg, lass mich. Geh weg. Lass mich einfach in Ruhe. Geh weg. Der ist noch da. Wo ist der?